Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Ragnar Mod mit dem Krian. Hallo Yogi. Hallo Krian. Und ein paar Zombies schon um uns rum. Wir haben uns letztes Mal hier eingebuddelt. Ich würde mal aufmachen, wenn der Mach Krian auf. was weitergeht. Ja, wir sind ja noch in der Spinnenhöhle. Wir sind ja hier auf Loot-Tour, Erkundungstour, wie auch immer man das nennen mag. Und scheinbar sind ja ein paar Zombies über uns drüber. So ein, zwei. Den Spawner hatten wir schon weggemacht. Ja, dann können wir ja Ja. eigentlich effektiv darunter hüpfen. Was sind das hier für Blöcke? Ach, das ist nur Cobblestone, das ist kein Nee, Mineralstoff. das ist nicht Cobblestone, sondern Cobblestone. Ach so, ja, das macht tatsächlich Sinn. Ich weiß nicht, ob das einfach nur eine schlechte Pun sein soll von denen, oder? Ich glaube schon. Hier werden noch ein paar Mineralstoffe. Ich höre Lava. Das hier könnte auch ein Spawner drin sein. Das sieht nach so einem Spawner-Ding aus. Das wollte ich nicht drücken, das wollte ich drücken. Ja, kurz ein bisschen das Inventar nach oben verschieben. Ist ein Spawner hier. Wo ist der Krian? Warum sehe ich ihn nicht? Ich bin über dir. Oh, hallo. Mit der Renovation. Ich nehme mal Mineralien mit oder so. Iron Shovel mit Growth 2 brauchen wir jetzt nicht, oder? Was zur Hölle ist Croft? Wachstum. Nö. Block Dimlet. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich nehme es mit. Die können wir Will hier zu hoch. Eisen verarbeiten. Die Musikdisk nehme ich auch mal mit. Die kann man für Tinkerer ganz gut nutzen. Ein Dingstisch. Ein Schmiedetisch. Ja, aber haben wir, deswegen habe ich den jetzt nicht mitgenommen. Ach so. Ja, zumindest meine ich, dass wir den haben. Okay, dann nehme ich ihn doch mit. So, ich kann mir mal den ganzen Müll reintun, den brauchen wir nicht. Ich habe keinen Müll. Ich brauche alles, was ich dabei habe. Das hier sieht aber auch riesig aus, weil hier ist überall Cobblestone entlang. Wo? Ja, sollen wir da mal reingucken? Ja, ich würde sagen, oder? Hallo? Es sieht aus wie so ein Gang. Aber Moment, wir hätten auch seitlich einfach reinlaufen können. Ja, aber es geht auf jeden Fall noch weiter, weil da noch mehr Cobblestone ist. Das einzig Nervige sind halt die ganzen Fäden hier. Die ganzen Cobwebs. Auf jeden Fall sind Ich auch habe auch ganz viele leider. Spinnen. Ich hätte mir vorher tatsächlich auch irgendeine Waffe machen sollen, die ich reparieren kann, weil ich habe nur ein Eisenschwert dabei. Und das Hier hier sollten wir vielleicht auch unten geht reingucken. was. Hier bei mir auch. Skeletons. Ja, hier unten auch definitiv. Hier. Ja, das ist wahrscheinlich das, wo ich hier auch reingucke, nur weiter drüben sozusagen. Ist von dir auch aus schlauer reinzugehen, weil von oben runter ist blöd. Habe ich nicht letztes Mal irgendwie, da sind meine Pfeile, gerade schon gedacht, ich habe keine Pfeile mehr. Ich sollte sie halt nicht in den Rucksack reinpacken. Oh. Hier sind auch ein paar wütende Kollegen. Hey! Ich hab dich ja mal aufgemacht. Ja, ich hab's gemerkt. Bist du jetzt runtergefallen? Ja, du hast unter mir weggebaut. Nein, ich habe eine Tür aufgebaut. Ich bin Ja, gewittert. und Wo genau bist du? ich bin im Prinzip einmal in die Richtung weggelaufen, wo weniger Viecher waren, weil da waren ein paar Viecher. Aber ich komme wieder in deine Richtung langsam rein. Ich habe leider keinen Bogen dabei.
Ja, ich habe einen Bogen und der ist auch ziemlich gut, deswegen, ne, ich habe die Hoffnung, dass ich die nach und nach jetzt alle wegmachen kann, ohne dass die mich allzu sehr wegmachen. Was bei meiner Waffe Scheiße, blöd scheiße, ist, scheiße, scheiße. ich kann mein Ding nicht nutzen, mein, wie heißt gleich, mein, Ich hier. bin vergiftet und ich bin gleich tot. La 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 la. Dann mauer dich Muss kurz ein. essen, 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 essen. So, mach mal da mal ganz kurz zu. Ich kann mein blödes Schild nicht nutzen, wegen dem Dingschwert, das ich habe, wegen dem Cleaver. Ja, ich warte mal kurz, dass ich ein bisschen Leben wieder habe, dann komme ich wieder näher und schieße da ein paar Sachen ab. Aber ohne Ja. dieses Leben ist das nicht so lebenswert. Bruder, geh mal, krieg mal ein Leben hier. Wir haben einen Müßig Enderman. Ich habe jetzt auch dummerweise kein Schwert dabei. Kein anderes, dass ich mein Ding nutzen kann. Ich habe auch nur ein Eisen dabei. Enderman hat ein Cape. Du bist da. Ist denn von dir aus zu mir ein Weg durch? Weißt du das? Ja, mit ein bisschen Springen, ja. Okay, nee, dann gehe ich Aber da nämlich. sind auch gleich keine Skelette mehr. Ich habe sie gleich alle abgeschossen. Und den letzten Hammer auch down. Also alles cool wieder. Alles cool. Ja, wir haben noch hier irgendwo einen Mystic Enderman. Ja, hier steht noch irgendwas. Keine Ahnung, wo er ist. Naja. Oh, hier steht noch was. Irgendwas hat mich gerade gehittet. Soll du tot sein, was es war? Gut. Spinne? Da ist was runtergefallen, ja. Ja, normale Spinne, das ist okay. Mit normalen Spinnen kann ich umgehen. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, ob Ding an ist. Friendly Fire. Das ist Friendly Fire an. Du hast mich vorhin vor der Aufnahme schon geschlagen. Ja, ich meine es aber auch mit dem Schwert. Weil da habe ich halt Sorge, dass ich aus Versehen, wenn ich jemand anderen hitten will, dass ich dich hitte. Und das macht halt ein bisschen Schaden, mein Damage. Schwert. Da hinten sind auch hässliche Cave Oben Cave Spiders. Spider, ja. Ja, mein Gott, dann sterbe ich halt, ne? Was ich meine. Die kommen von hier unten rechts, die Scheißviecher. Geh weg! Ich mache halt mit meinem Scheißeisenschwert an denen kaum Damage. Nicht gut. Okay, vielleicht soll ich nicht durchgehend schlagen, sondern es einfach aufladen, wie sich das gehört. Dann mache ich vielleicht auch Damage, aber darum geht es jetzt nicht. Alter, wie lange will der Giftschaden denn anhalten? Ich Wir müssen, glaube, glaube ich, diesen unter Spawner da uns unten vor allen wegmachen, Dingen ja. Action, ja. Weißt du, wo genau der Spawner ist? Hier unten Hier spawnen unten? die. Ah ja, ich sehe es. Hinter dir ist auf jeden Fall noch eine in der Wand. Ich fange mal an, hier aufzubauen, um zu gucken, wo das Scheißding ist. Ja, ich muss noch ein bisschen Moment warten, weil ich gerade noch vergiftet bin. Achtung, da ist noch eine. Ja, ich ziehe mich ein Stück zurück, weil ich wieder Bogenentfernung habe. Da ist auch Lava und noch eine Cave Spider. Der ist direkt hier irgendwo, der Spawner. Willst du buddeln? Ich habe meinen Bogen gezückt und ne, in dem Moment, wo was kommt, schieße ich drauf. Und die meisten Sachen sollte ich one-hitten. Ah, da steht der Krieger im Weg, das ist nicht gut. Achtung, ich habe jetzt ein bisschen größer aufgemacht. Ja, habe ich gesehen. Spider, Achtung, Achtung, lauf, Ja. lauf, lauf. Hinter dir, Stray. Muss mal kurz Spider. hier was essen. Das Problem ist, die spawnen hier quasi. Ich glaube, die spawnen direkt hier bei uns in einer kleinen Höhle oder so. Warte, es wird gleich kurz ruckeln, warte.
Da, guck, die spawnen hier quasi über uns. Irgendwo. Au, 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 au. Und unter uns und überall. Ja, irgendwie schon. Die haben hier überall irgendwo einen Spawn. Sechs Viecher. Ganz ehrlich, das ist doch illegal. Oh, was ist das da drüben? Ja. Jetzt habe ich hier irgendwas runtergeschmissen. Das ist natürlich auch kontraproduktiv. Hier spawnen die. Die spawnen direkt vor uns. Aber ich sehe keinen Spawner. Haben wir irgendeinen Fluch auf uns, der dafür sorgt, dass um uns rum Spinnen spawnen? Ich denke nicht. Aber man sieht halt, wie sie, man sieht halt genau, wo sie spawnen. Das, warte mal, ne, wir sind im Forest-Biom. Ist jetzt auch nicht irgendwie Cave-Spider-Biom oder so, was es gibt, wo man sagen würde, okay, deswegen spawnen die hier überall. Ich weiß es nicht. Hier sind aber auch dauernd Türen irgendwo. Ja, ich glaube, das ist hier neben uns. Dieses ganze Gebilde hier. Mich kurz protecten, ich muss mein Bauwerkzeug nämlich mal reparieren. Ja, bei dir ist ein Goblin Trader. Oh, soll ich dir mal was abkaufen? Was besser hast du denn Gutes im Angebot? Nur Scheiße wahrscheinlich. Ein Unbreaking 3. Aber dafür müssen wir ihn verzaubern. Oh, okay, Spinner, geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich mag dir nicht. Wie weit ist denn dein Schwert? Brauchst du noch Reparaturding? Ja, das Problem ist, es ist ein normales Eisenschwert. Das kann ich nicht mit den Repair Kits machen. Ja, aber wir haben da. Warte, Goblin Trader. Ich brauche von dir das Eisen. Das kaufe ich mal ganz kurz. Wir haben da unten doch den Reparatur. Wir haben da unten einen Amboss in einem Raum. Eben. Und ich habe Eisen. Da kannst du dein Eisenschwert notfalls reparieren. Achtung, Spinnen. Die spawnen alle hier. Und ich muss los, Spinne. Ja, dann gehen wir jetzt mal wieder hier hoch in Sicherheit oder in mehr Sicherheit auf jeden Fall. Kann der Goblin Trader uns nicht beschützen? Ich meine, er will doch Geschäfte machen. Ah, was für ein Auge. Ha, was für eine Brille. Jetzt gehört sie mir. Kian schlägt Brillenträger, ich sehe schon. Ja, wollen wir weiterziehen? Weil ich glaube irgendwie nicht, dass wir diese Dinger finden. Was ist das für ein geiles Erz eigentlich hier? Ah, Kristalle. Hallo. Hi, Krian. Endlich sieht Krian so aus, wie er aussehen sollte. Also da unter uns scheint auf jeden Fall die letzte Ebene mehr oder weniger zu sein, weil da haben wir ja schon hier Nether-Zeug. Okay. Hier drüben ist ruhiger, hier gefällt es mir besser. Ja, aber das heißt, da ist ja auch nichts los. Ein bisschen Loot. Ein paar Regenbogenkristalle. Oh, hier drüben ist ein Spawner. Du wolltest den Spawner mitnehmen, oder? Ich habe die Pickaxe nicht. Doch, ich habe die Pickaxe. Ich könnte theoretisch die Spawner mitnehmen. Ja, dann lass mal einpacken, würde ich sagen. Was ist das für einer? Ich weiß es nicht. Es steht ja drauf. Ja, ich war noch nicht in Guckreichweite. Weil, also ich meine jetzt, Es ist ein Monsterbox. Ist gar kein Spawner. Das heißt, du hast gelogen. Eine Monsterbox von Quark. Sieht aber halt aus wie ein Spawner auf die Distance. Oh, Lava drunter, pass auf.
Sollte man ein bisschen weggehen vom Krieger, nicht, dass er wieder den Boden unter mir wegbaut. Was ist das hier? Ah! Hier ist aber ein Spawner. Monster! Monster! Hier ist ein Lodestone. Also sind diese Monster jetzt aus der Box gekommen? Ja. Hinter dir ist eine Spinne. Ah, hast du gesehen? Cool. Ja. Hast du Eisen einstecken? Also normales Eisen? Gebranntes Eisen, besser gesagt? Ja. Drei Dann Stück. Würde ich tatsächlich gerne nochmal zurückgehen zu dem. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Ja. Weißt du noch, wo der ist? Irgendwo anders. Oh, hier unten ist noch so eine Monsterbox. Ich tue mal ganz kurz ein paar Sachen hier in den Müll schmeißen. Damit das alles hier. Ja, ich versuche mal irgendwie das zu finden. Ich weiß halt nicht mehr, wo mir der Boden unter den Füßen geklaut wurde. Marble ist egal. Stick ist egal. So. Hier ist der Gobi. Den Kram behalten wir hier. Doch tendenziell hier drüben. Also tendenziell halt zurückgehen. Genau. Das war noch eine Monsterbox, hast du gesagt, gell? Ja. Ja. Das ist noch eine Monsterbox. So, tu mir dich dahin. Dich dahin. Hinter dir ist ein Monster. Ja. Nicht nur hinter mir. Ich glaube, das überlebe ich nicht. Das überlebe ich, glaube ich, echt ich mach nicht diesmal. Mach keine Scheiße. Hier ist so ein Loot-Tunnel, in den ich mich reingebuddelt habe. Und da muss ich raus. Komm, komm, ich muss hier einen Weg rausfinden. Ja, nein. Ah, Hilfe. Lass mich da hoch. Huch, eine Fledermaus. Die tut mir nichts. Nee, Fledermaus tut dir nichts. Umdrehen. Bogen bereit. In dein Gesicht, Skeletten. In dein Gesicht. Ich weiß nicht, wie ich zu dir komme. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Ich weiß, wo du bist, aber ich weiß nicht direkt, wie ich zu dir komme. Oh nein, wir sind Skeletten. Ich habe mich reingebuddelt, ich bin safe. Ja, jetzt bin ich es nicht mehr. Ja, wir sind in einem Loot. Also hier gibt es auf jeden Fall Loot, aber dafür halt auch Gegner. Ja, ich bin jetzt auch in einem Loot-Turm drin. Und das Problem von dem Gegner und den Loots ist, dass ich mein Schwert noch eine Haltbarkeit von 23 hat. Und mein... Alter, Krian, machst du Explosionen? Nein, ich bin nicht bei dir in der Nähe. Was zur Hölle ist da gerade explodiert? Ach, wenn wir gerade schon hier sind, können wir ja auch mal kurz die Spitzhacke hier reparieren. Das Schwert, es war in Minecraft so, dass wenn ein Schwert fertig ist, dass es komplett kaputt ist, oder? Ja. Okay, das heißt, ich sollte das nicht mehr fertig. Ja gut, aber selbst wenn, du hättest ja Material, um neues zu craften. Achso, ja, stimmt, ich kann mir ja ein neues Eisenschwert einfach bauen. Ja, dann brauche ich ja eigentlich nur Holz, dann brauche ich doch gar keinen fucking, muss ich den Dings ja gar nicht finden. Ja gut, aber reparieren wäre halt praktisch. Ich komme jetzt auf möglichst direkten Wege zu dir, also. Ja. Ich, bleib einfach nur sicher, ja. Ja, ich habe gerade mal kurz rausgeguckt, meine letzten Pfeile verschossen. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe ja natürlich Holz dabei. Das heißt, ich kann auch mal einfach kurz eine Werkbank bauen. Ich bin bei dir. Hi. Hallo. Und dann kann ich mir ein neues Schwert basteln.
Weil, ne, ich habe ein normales Eisenschwert, also kann ich mir Du auch bist mal jetzt komplett eingeschränkt. eingemauert. Also du bist da safe. Ja, das hier ist, hier unten könnte eine Cave-Spider reinkommen. Aber ansonsten bin ich safe. Hallo. Ich habe mich mal ganz kurz zu dir begeben Ja, dann. das ist doch schön. An der Stelle würde ich auch fast mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Halt auch am Mittwoch wieder ein, wenn es weitergeht und wir dieses ganze rote Zeug um uns rum vielleicht besiegen. Und ja, bleibt gesund, haut rein und bye bye. Auf Wiedersehen.